Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich bin absolut begeistert davon, dass es neben Call of Duty auf dieser Welt tatsächlich noch Spiele gibt, die man spielen kann, die einem wirklich Spaß machen. Spiele, bei denen man einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden entspannt ein bisschen Unsinn machen kann. Mal einen Win holen, mal was Cooles gewinnen, mal irgendwo auch Geld ausgeben. Es gibt auch Spiele, wo man Geld ausgeben muss, um erfolgreich zu sein. Pay to Win kennt ihr alle. Aber wenn es etwas ist, was mich dann über Stunden unterhält, dann nehme ich auch das gerne mal, wenn es sich wirklich lohnt. Pokémon Go zum Beispiel war so ein Spiel, als es rauskam, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin draußen nach der Arbeit nachts durch die Gegend gelaufen und habe Pokémon Go gespielt. Einfach nur, weil es Sommer war, weil Kumpels dabei waren und es war eine schöne Zeit. Und in der Zeit, wo ich jetzt eben den Umzug in die ins neue Zimmer gemacht habe, mit den ganzen Sachen neu bestellen und arbeiten und Familie und Stress, und jeder von euch kennt das. Aktuell die Zeit ist einfach anstrengend und wir Content Creator haben eine mega geile Aufgabe, nämlich wir können dafür sorgen, dass eure Tage besser werden. Wir sorgen dafür, wenn wir schönen Content machen, dass ihr Spaß habt, dass ihr mal ein bisschen aus diesem ganzen Dreck, was da draußen los ist mit diesen Infektionen und den Beschränkungen und keine Freunde sehen und nicht feiern, dass ihr da alle rauskommt. Das heißt, Leute, wenn ihr eure Content Creator beobachtet, egal wer das ist, völlig egal, ich nenne jetzt gar keinen, außer jetzt natürlich mich als Beispiel, lasst den Leuten gerne ein Like da, die freuen sich alle drüber, schreibt den schönen Kommentar, ich freue mich drüber, genießt es einfach, habt eine schöne Zeit, die Zeiten werden besser. Ich habe auf jeden Fall die Zeit genossen und habe, ich habe es ja im ersten Video zu PUBG schon mal gezeigt, PUBG Mobile weitergespielt. Und Leute, ich kann es euch nur sagen, ihr werdet zwei Videos dazu noch sehen, das heutige und das nächste. Info vorab, bevor irgendeiner fragt, PUBG bezahlt mich sogar dafür. Das erste Video war ein Test sozusagen. Ich habe eine Anfrage bekommen, eine Business-Anfrage, und habe den Leuten gesagt, ich habe noch nie PUBG Mobile gespielt, ich werde es testen, wenn es gut ist, können wir sprechen, wenn es mir keinen Spaß macht, macht es keinen Sinn. Bei PUBG ist es was anderes. Ich suche seit Ewigkeiten nach einer Alternative, um zwischendurch, egal ob mit dem Handy, ob von zu Hause, ob am Rechner, einfach mal ein bisschen was anderes zu haben als nur Call of Duty, gerade in Zeiten von jetzt oder wie jetzt, wo Call of Duty eher ein schwieriges Spiel für uns alle ist, wo es nicht unbedingt deutlich jede Woche immer mehr Spaß macht, sondern eher das Gegenteil der Fall ist. Also habe ich PUBG gespielt und das, was ich da gespielt habe, seht ihr hier im Hintergrund, beziehungsweise weil ich mich ja am Greenscreen habe, seht ihr es eigentlich fast auf dem ganzen Bildschirm. In der aktuellen Zeit ist es einfach für uns alle etwas schwieriger. Und ich fand diese Werbemöglichkeit, die ich eben von PUBG bekommen habe, ziemlich cool. Zum einen zeigt es mir, dass das, was ich seit 2 Jahren auf YouTube mit euch gemeinsam als Community mache, einfach funktioniert. Dass Leute und auch Entwickler auch auf kleinere YouTuber achten. Das heißt, für jeden von euch kann ich wirklich nur sagen, wenn ihr noch wenig Abonnenten habt und wenn ihr das Gefühl habt, es geht noch nicht richtig schnell voran, es ist Marathon. YouTube, Content Creator, Influencer, Social Media, all diese Sachen sind Marathons. Es gibt keinen, der heute ein Video hochlädt und morgen 1 Million Abonnenten hat, übermorgen seinen Job kündigen kann und in einer Woche sich den Lambo von Monte kauft. Es dauert alles ein bisschen, habt Geduld, versucht guten Content zu machen, versucht euer Equipment aufzurüsten, versucht eine Persönlichkeit zu haben und ihr werdet Spaß haben. PUBG, Leute, hat mir richtig viel Spaß gemacht bisher. Ich habe ungefähr 13 Spielstunden innerhalb der letzten 8 Tage zusammengesammelt. Jedes Mal, wenn ich Mittagspause habe, spiele ich eine Runde, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin, wenn ich mit Hundi irgendwie unterwegs bin und. PUBG hat unglaublich viele Möglichkeiten, dass ihr zwischendurch eine Stunde Spaß haben könnt, dass ihr mal zu Hause eine Stunde Spaß haben könnt. Egal wo ihr seid, ihr könnt es spielen, weil es auf dem Handy geht, es geht im Emulator auf dem Rechner, es geht einfach überall. Ähnlich wie Call of Duty hat PUBG auch einen Battle Pass. Diesen Season Battle Pass habe ich in dieser Funktion, die ich hier jetzt als Werbebotschafter sozusagen, durfte ich komplett freischalten. Das heißt, den Skin, den nagelneuen Skin, den ihr seht, den könnt ihr euch auch selber erspielen. PUBG runterzuladen dauert ungefähr 2 Minuten, wenn ihr ein gutes Internet habt, und ihr könnt loslegen. Unten ist der Affiliate-Link dafür. Für diesen Link bekomme ich kein Geld. Das heißt, wenn 1 Million von euch jetzt zugucken würden und runterladen, würde ich dafür kein Geld bekommen. Ich bin angefragt worden, weil die den Content über COD mochten, und ich fand dieses Projekt cool, denn ich habe noch nie ein anderes Spiel bei YouTube vorgestellt, wofür ich
was bekommen habe oder was nicht Call of Duty ist. Ich habe noch nie FIFA online gespielt mit euch. Ich habe noch nie Need for Speed online gespielt. Ich habe noch nie GTA hochgeladen. Habe ich alles nicht gemacht, weil ich der Meinung bin, ich bin ein FPS-Shooter-Fan und Battle Royale mittlerweile. Obwohl Battle Royale muss man immer gucken, welcher. Warzone macht Spaß, ist aber seit Monaten in der Krise. Fortnite ist wegen Skill-Based Matchmaking damals irgendwann ausgestorben. PUBG Mobile, Leute, ist für euch die Variante schlechthin. Ihr könnt euch den Season Pass holen, der kostet nichts. Ihr könnt den freischalten. Es gibt neue Runenkräfte. Das heißt, während des Games im Battle Royale habt ihr die Möglichkeit, eine Runenfähigkeit, die ihr vorher auswählt, freischalten zu können. Diese Fähigkeit beschränkt sich nicht nur auf eine Sache oder so, sondern ihr könnt vornherein auswählen, was ihr gerne hättet. Es gibt Feuer, es gibt Erde, es gibt Wasser, es gibt Eis, es gibt also die verschiedenen Elemente, die ihr als Fähigkeit freischalten könnt. Zum Beispiel, wenn ihr Eis ausgewählt habt, könnt ihr mit der einen Runenkraft eure Gegner mitten auf der Karte einfach so 2-3 Meter hochschießen. Ihr könnt sie super easy töten. Was ihr in dem Gameplay auch unter anderem seht, ist, dass viele Leute PUBG spielen, die anscheinend nur einen Finger haben oder auf ihrem Display nichts sehen können. Das heißt, in meinem Fall, ich habe hier ein Huawei 30C irgendetwas. Mit diesem Handy könnt ihr ganz normal PUBG starten, das habe ich jetzt mal gemacht. Und mit einem halbwegs vernünftigen Display, und während ich das hier sage, sehe ich, dass ich theoretisch mal mein Handy-Display ein bisschen sauber machen müsste. Mit diesem normalen Display habt ihr alle Möglichkeiten, meine ganze Hand, ich bin ein ziemlich großer Mensch, kann ziemlich entspannt spielen, ohne dass ich Probleme habe, dass ich nicht richtig zielen kann, nicht richtig laufen kann, kein gar nichts. Das heißt, es sind viele, ich sag mal, Noobs und Beginner bei PUBG im Battle Royale-Modus dabei, genauso wie in dem TDM-Modus oder in den anderen Modi, die ihr spielen könnt. Wenn ihr also Bock habt, einfach mal ein bisschen Glücksgefühl immer wieder zu haben, mal wegkommen von Skill-Based Matchmaking, mal ein bisschen was Neues auszuprobieren, kann ich euch PUBG Mobile nur empfehlen. Es gibt PUBG ja schon seit Ewigkeiten für den PC, dann irgendwann kam es für die Konsolen nach und mit den Mobile Games kommen die ganzen großen Spieleentwickler ja mittlerweile kaum noch hinterher. Mobile Games sind die Zukunft. 82% aller meiner Zuschauer gucken meine Videos auf einem Smartphone. 84% aller meiner Twitch-Zuschauer sind Mobile-Nutzer, das heißt Smartphone, kleines Tablet. Nur 16% bei Twitch gucken einen Stream wirklich auf einer Leinwand, auf dem Fernseher, auf dem PC, wie man es früher gemacht hat. Das heißt, die Zeiten haben sich geändert. Mobile Games sind die Zukunft. Das heißt, ich spiele relativ selten Mobile Games und dass ich es immer noch drauf habe und ich hätte es theoretisch deinstallieren können, einfach nur das Video machen, dann wieder installieren, dann dieses Icon da hochsetzen, das wäre viel zu anstrengend gewesen. PUBG bleibt drauf, weil es mir persönlich Spaß macht und weil ich es extrem feiere. Und ich weiß, viele von euch suchen auch ein bisschen so die Alternative aktuell, gucken, welche Battle Royale Games sind geil, welche COD Games oder welche Games können Call of Duty so ein bisschen Paroli bieten. Wenn wir nach vorne schauen, Battlefield wird ein neues Game rausbringen, wir werden ein neues GTA bekommen. Es wird einiges passieren, Leute, und deshalb würde ich sagen, jeder von euch sollte genau überlegen, ob er Bock hat drauf oder ob er darauf Bock hat, ob er vielleicht mal wieder ein bisschen das Ganze switchen möchte, und dann kann ich euch nur empfehlen, PUBG Mobile ist eine super Variante. Dieses Gameplay, was ihr jetzt heute hier gesehen habt, ist das erste. Ihr bekommt noch ein geiles von mir. In dem zweiten Gameplay werde ich euch die Runenkraft mit dem Season Pass noch mal ein bisschen mehr vorstellen. Was mich an dieser Stelle einfach am meisten interessiert, Leute. Ladet es euch runter. Tut mir den Gefallen, probiert es einfach mal. Ladet es euch runter und wenn ihr jetzt denkt, ich würde es gern testen, aber der kriegt ja vielleicht doch Geld dafür, wenn wir das runterladen über seinen Link. Ihr könnt PUBG Mobile auch einfach über den Store runterladen. Ihr müsst nicht den Affiliate-Link nehmen. Es ist nur für uns, um zu gucken, wie groß ist das Interesse. Wenn ihr irgendwas dagegen habt, den zu nutzen, nutzt irgendeinen anderen Link. Ist völlig egal. Mich würde nur interessieren, spielt mal 2-3 Runden. Wie gefällt es euch? Hat es euch Spaß gemacht? Was könnte man besser machen? Was könnte man schlechter machen? Jeder hat was davon. Die Entwickler von PUBG, sie haben ein bisschen Werbung, können gucken, wie das Feedback bei COD-Zuschauern ist, also bei euch zum Beispiel. Ich kann gucken, dass solche Sachen 1, 2, 3 Mal im Jahr passieren. Ich werde jetzt hier nicht anfangen, wie Influencer jede Woche für irgendwas Werbung zu machen. Zum einen werde ich dadurch unglaubwürdig, was ich nicht möchte. Zum anderen habe ich gar keine Zeit dafür. Und zum dritten, und das wissen viele von euch,
auf die 50 Euro mehr oder weniger bin ich im Leben nicht angewiesen. Das hier war aber ein cooles Projekt, was ich unbedingt gerne einmal beginnen wollte. Deshalb Leute, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr bisher noch gar keinen PUBG gespielt habt. Probiert es gerne aus, ihr könnt es direkt downloaden. Mir persönlich macht es ehrlich gesagt Spaß. Ich sitze hier, weil ich das so meine und ich bin raus. Haut rein.